Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie auch viele andere möchte ich den Mid-Year Book Freak Outtake machen. Den habe ich bei Gabi von Gabi Glam Books gesehen und fand ihn richtig cool. Und da dachte ich, okay, den machst du auch mal. Ihren Kanal verlinke ich euch unten in die Infobox und auch die ganzen Fragen, die ich beantworten werde. Und damit das Video nicht allzu lang wird, weil es sind 14 Fragen, fangen wir jetzt gleich an. Die erste Frage ist, welches das beste Buch ist, was ich bisher 2018 gelesen habe? Und das ist Size Band 2. Kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil das ist aktuell mein Jahreshighlight und ich bin sehr gespannt, ob das dieses Jahr noch von irgendetwas getoppt wird. Aber der zweite Band wirklich, ohne Scheiß, ist bisher das beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Was ist der beste Folgeband, den du 2018 gelesen hast? Ich muss es wieder hochhalten. Es ist der beste zweite Band, den ich gelesen habe, von allen Folgebänden, die ich gelesen habe. Es ist einfach so. Ich kann nichts anderes sagen. Lest es einfach, lest es. Ich verlinke euch unten die Rezension. Dann die dritte Frage. Die neue Erscheinung, die ich unbedingt lesen möchte. Das ist das Ende vom Anfang, glaube ich, heißt das Buch. Das habe ich bei bei Jessie von Melody of Books gesehen. Das ist so oben schwarz und unten weiß und es erscheint jetzt erst am 17.07. und ich kann es kaum erwarten, das zu haben. Die Buchhandlungen hatten es noch nicht gehabt, das ist auch noch nicht in der Auslieferung, aber ich freue mich mega darauf, weil ich möchte es unbedingt lesen. Frage 4. Was ist deine heiß ersehnteste Neuerscheinung in 2018? Und zwar ist es Caraval, der zweite Teil. Und oh mein Gott, ich freue mich. Ich glaube, der heißt Legendary, der zweite Teil. Ich habe den ersten Teil geliebt ohne Ende. Ich gehöre wahrscheinlich zu einem der wenigen, die dieses Buch absolut gefeiert haben. Ich fand es ultra mega geil und freue mich wahnsinnig auf den zweiten Band, weil ich habe so hohe Erwartungen da dran. Frage 5. Was ist die größte Enttäuschung, die du dieses Jahr in Buchform hattest? Dämonenglut von Janine Frost. Das ist der letzte Teil ihrer Trilogie und ich liebe Janine Frost, aber dieses Buch, es tut mir leid, war einfach nur der größte Scheiß. Ich gab es in dem Buch einfach zu viele Ungereimtheiten. Ich konnte die Handlungen der Charaktere nicht nachvollziehen. Ivy war mir so... Ich habe sie einfach nicht verstanden, warum sie das getan hat. Und ich fand, das Ende hat auch die Autorin einfach nur ganz schnell innerhalb von 10 Seiten runtergeschrieben. Es hat irgendwie was von logischen Schlussfolgerungen hat mir gefehlt. Und ja, allgemein fand ich das Abenteuer nicht ganz so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war dann doch alles sehr einfach gehalten und irgendwie, es wurde zu wenig dann am Ende erklärt und die Auflösung hat mir auch überhaupt gar nicht gefallen. Größte Überraschung bisher des Jahres 2018 ist für mich Vox von Christina Dalcher. Es kommt erst am 15.08. raus, aber ich mochte es sehr gern und kann es jedem empfehlen. Die Rezension kommt dann erst am 15.08. online, aber ihr solltet auf jeden Fall nach diesem Buch Ausschau halten, weil ich fand das wirklich grandios. Frage 7. Was ist dein neuester Lieblingsautor bzw. Lieblingsautorin? Neu. Ich habe ja dieses Jahr Neil Chesterman für mich entdeckt, persönlich, weil ich seine Bücher grandios finde. Deswegen werde ich mir auch dieses Jahr noch vollendet die Reihe von ihm kaufen, weil ich einfach mich mit Size so geflasht hat, seine ganzen Weltenentwicklungen, mit seinen Charakteren, dass er keine Angst davor hat, Charaktere sterben zu lassen, auch für immer und nicht einfach die wieder auferstehen lässt, sondern halt für seinen unglaublichen Schreibstil und ja, keine Ahnung, was das für ein Satz war, aber der Autor ist richtig gut. Frage 8. Mein neuester fiktionaler Crush. Also schon seit einer Weile, ich glaube, das ist aber nicht erst seit diesem Jahr, liebe ich Mason aus Bianca Iosivonis The First Reihe. Und ich freue mich so unglaublich sehr, bis am 30.11. dieser Band von ihm rauskommt, der letzte erste Song.
Und Leute, schon seit dem ersten Band feiere ich diesen Typen so ohne Ende. Ich mag seinen Humor, ich finde ihn einfach so genial. Ich mag seinen Charakter so gerne und deswegen freue ich mich so drauf, endlich mehr von ihm erfahren zu können und ein ganzes Buch über ihn zu haben. Und ja, ich raste auch regelmäßig immer aus, wenn Bianca irgendwas postet über ihn oder irgendwie neue Szenen mit ihm veröffentlicht werden oder ja, einfach woher sie ihre Inspiration hat und ja, ich freue mich mega. Frage 9. Was ist dein neuester Lieblingscharakter? Ist schwer. Ich habe aktuell noch keinen Charakter, an den ich ständig denken muss und ja, wo ich sage, mega geil. Also das, was ich 2018 gelesen habe. Ne? Ich habe ansonsten so meine Lieblingscharaktere, aber die sind schon alle ein bisschen älter. Aber Potenzial hat Helena aus Blut gegen Blut, lese ich ja gerade von Benjamin Spang. Und ich komme mit Katrina noch nicht ganz so zurecht, aber Helena, die kann, hat auf jeden Fall Potenzial zum Lieblingscharakter 2018. 2017. Frage 10. Welches Buch hat mich diese jetzt zum Weinen gebracht? Aktuell noch gar keins. Wir werden sehen, was da noch kommt, aber bisher nichts. Bisher haben mich alle Bücher entweder fassungslos zurückgelassen oder ja. Ein Buch, das mich glücklich macht. Puh, der Bär. Ich bin so froh, dass ich mir das gekauft habe. Ich finde es einfach unglaublich schön. Das sind die ganzen Geschichten noch von Winnie Pooh drin. Und ich bin ja ein wahnsinnig großer Fan von Winnie Pooh. Und ja, da sind auch schöne Zeichnungen mit drin. Und mich macht es so glücklich, dieses Buch anzugucken, drin zu stöbern, zu lesen. Auch diese farbige Ausgabe. Und ja, das ist mein Buch, wo ich glücklich bin. Frage 12. Welches war die beste Buchverfilmung, die du dieses Jahr gesehen hast? Ich überlege gerade, ob ich überhaupt schon eine Buchverfilmung gesehen habe dieses Jahr, wo ich das Buch gelesen habe. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Buch, den Film gesehen, Love, Simon. Habe das Buch zwar nicht gelesen, aber diesen Film fand ich wirklich grandios. Fand ich mega, mega, mega geil. Und werde ich mir auf jeden Fall auch auf DVD holen, weil ich fand die Geschichte süß gemacht. Der Soundtrack hat perfekt zur Story gepasst und es war einfach süß. Es war so ein Wohlfühlfilm und ja, wirklich richtig, richtig, richtig cooler Film. Frage 13. Welches sind die schönsten Bücher, die du dir dieses Jahr gekauft hast? Fire and Frost. Wie ihr wisst, wenn ihr den einen Neuzugänge Haul gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich dieses Cover mega gefeiert habe. Ich finde es einfach wunder, 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 wunderschön. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, es tut mir leid, aber ja, und es ist auch unter dem Schutzumschlag so wunderschön und das finde ich einfach mega genial. Ich liebe es und ich freue mich so sehr auf den zweiten Teil, weil der zweite Teil sieht auch mega hammergeil aus. Aber ich glaube, den ersten Band wird nichts toppen. Ich meine, bitte. Und dann muss ich noch DIYs von Selena Bourne zeigen. Ich finde das Cover schön. Ich liebe das. Ich finde, das sieht einfach nur richtig, richtig schön aus. Und ich mag das von der Farbgebung her und mit den Blumen. Und es hat kein Gesicht drauf. Eigentlich mag ich Gesichter nicht, aber bei Fire and Frost finde ich es mega geil. Und das sieht doch hübsch aus, oder? Die letzte Frage: Welches Buch möchtest du unbedingt 2018 noch lesen? Eigentlich alle Bücher, die ich noch ungelesen bei mir zu Hause stehen habe, aber das Lied der Krähen habe ich mir jetzt rausgesucht von Leigh Bardugo. Ich hatte schon mal das erste Kapitel gelesen, habe es aber erstmal zur Seite gelegt, weil andere Bücher Priorität hatten. Aber dieses Buch, davon schwärmt ja auch jeder. Und ja, wie er gerade auch gesagt, lies es. Und das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr noch machen. Ich nehme es mir fest vor und ich hoffe, ich schaffe das auch. Ja, das war's mit dem Mid-Year Book Freak Outtake. Alle Fragen habe ich euch nochmal unten mit aufgelistet. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mitmacht. Ich gucke solche Videos ganz gerne, einfach um da das halbe Jahr Revue passieren zu lassen. Und ja, bin gespannt auf eure Antworten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!